So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel Nummer... Da hängt einfach ein Kopfkissen aus dem Fenster. Im Kapitel Nummer 7, 8 und 9 machen wir auch noch. Wir gucken mal kurz auf die Aufgaben. Entwickle ein Pokémon, verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel, fange ein Pokémon vom Typ Eis. Das Gute ist, habe ich gerade gesehen, hier sitzt einfach mal schon ein Schneebedeck rum. Das können wir direkt fangen als Eis-Pokémon. Wenn nicht, ihr habt gesehen, wir sind schlau, ab jetzt immer erst denken, dann handeln. Bei der Aufgabe oben drüber gibt es nämlich ein Gletschermodul, sprich, ihr könntet auch einfach oben drüber die Aufgabe machen, das Gletschermodul bekommen und dann ein Gletschermodul zünden, um ein Eis-Pokémon zu bekommen. Eis ist aber nicht so schlimm. Ich finde, Schneebedeck sitzt eh überall rum. Das ist nicht so krampfhaft wie Boden oder Stahl gewesen, was ihr beides trotzdem mit dem Magnetmodul hättet machen können. Weiß man aber erst nachher, vorher nicht. Wir laufen mal ein bisschen, bis wir ein Bonbon verdient haben. Vielleicht machen wir auch den Raid, es fängt schon wieder an zu regnen. Und entwickeln dann am Ende noch was. Shiny Check, Driftlon, nix. Shiny, Shinies Check. Nochmal Shiny Check natürlich, nicht Shiny. Gut, keine Ahnung. Ich schneide irgendwas mal rein. Den Raid mache ich wahrscheinlich auch gleich noch in 24 Minuten. Accounts sind auf jeden Fall am Start und mal sehen, was das Wetter heute so bringt. Sieht auf jeden Fall schon wieder betröppelt aus. So, wir haben den Raid jetzt auch fertig gemacht. 14 Bälle, Team Gelb war wieder mal das Beste. Wir drücken mal hier drauf. Wollen mal gucken, ob es ein Shiny ist. Natürlich nicht. 25,83 ist auch noch schlecht. Wir stellen euch trotzdem jetzt mal hier hin. Wollen das mal eintüten. Da können wir wieder einfach fabelhaft einstellen und die Würfe üben. Für denjenigen, der immer noch nicht den Fangtrick kennt. Einfach den Ball hochhalten. Einfach warten, bis der Kreis möglichst klein ist. Das dürfte reichen für einfach fabelhaft. Und dann erst werfen, wenn der angreift. Da hat noch ein bisschen Bums gefehlt. Manche, die wissen das nicht, die schießen und ziehen einfach nach vorne. Und dann wehrt er erstmal 20 Bälle ab. Und dann treffen sie vielleicht nur 3 Stück. Aber immer wenn ihr seht, er greift an, locker geschmeidig aus dem Handgelenk, aus der Hüfte herauf, heraus, aus dem Magen, genau wie auch immer. Jetzt müsste ich den Dreh raus haben. Da dürfte jetzt keiner mehr daneben gehen. So, die Entfernung stimmt auf jeden Fall. Viele kommen auch immer am Raid und sagen dann, ob ich es ihnen fangen kann. Und die haben jedes Mal ein komplett anderes Handy. Da muss man sich auch wieder komplett anders eingewöhnen. Deswegen gehen die ersten sowieso immer daneben. 25,83 ist halt ziemlich schlecht. 26,41 ist auf jeden Fall das 100er. Wir haben den dritten jetzt getroffen. Einfach fabelhaft. Insgesamt ist es ja der vierte. 10 Versuche haben wir noch. Die lassen wir auch mal ganz drauf. Denn ich denke, die letzten 3 Kapitel werden eh nicht so ewig gehen, dass wir wenigstens hier was zeigen können, ne? Und eine kleine Serie aufrechterhalten, wie oft wir hintereinander fabelhaft treffen. Und da ist es schon drin. War jetzt der 5., glaube ich. Der 5. Ball, wir können es auch mal bewerten. 15 Verteidigung, okay, nehmen wir mit. Hier sitzt alles voll, da geht sogar noch ein Ei auf. Da waren auch noch überall Pikachu am Start. Und ich habe es einmal gehabt mit dem Roland, also mit Medovar und einem Olesson im Wildgehege, da haben wir Mewtwo Raids gemacht. Ich habe 18 Bälle bekommen, habe 18 Mal einfach fabelhaft getroffen und es ist trotzdem geflohen. Das gibt es natürlich auch, das ist sehr ärgerlich. So, wir gucken mal kurz auf die Aufgaben. Ein Bonbon haben wir jetzt auch noch erlaufen mit dem Togekiss, was wir als Buddy drin haben. Deswegen gibt es hier auch ein Modul. Entwickel ein Pokémon. Haben wir noch? Wir nehmen mal... Komm, wir nehmen mal das Glibungel mit, fangen das, obwohl vom Glibungel habe ich gar nicht so viele Bonbons. Vielleicht soll ich das Kikugi, ne, da habe ich auch nicht so viele Bonbons, Kikugi ja auch selten. Ich weiß nicht, gibt es auch einen Trick, wenn man das entwickelt, ob das jetzt zu Kinoso wird oder zu dem anderen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal rein. Wenn nicht, gut, wir haben 1600, wir entwickeln einfach das Glibungel. Dann sind wir mit dem Kapitel eigentlich auch fertig, laufen einfach Richtung Markt. Ich denke mal, den Ditschen werde ich heute auch nicht sehen. Denn bis Pupsi da ist, wird er immer noch schlafen. Und wir fahren dann auf jeden Fall heute nach Suhl. Wollen da ein bisschen shoppen gehen. Meine komischen Crocs sind ja durchgelaufen. Diese blöden weißen Gummischuhe. Deswegen brauche ich immer neue. Es fuckt mich jetzt schon ab, dass ich hier mit den normalen Schuhen rumrennen muss. Ich muss euch aber mal auf die
Bank stellen. Ich habe nämlich diesmal den Feldforschungsdurchbruch. Gestern war es ja nicht so weit, heute ist es soweit. Können wir das doch wieder abholen in der Sendung. So, da müsste immer noch das Scheinux drin sein. Vielleicht gibt es ja wenigstens ein gutes, vielleicht gibt es wenigstens ein Shiny, obwohl ich die Familie auch schon voll habe. Und Shiny. Shiny mit 363. Das nehmen wir auch noch mit einer gelben Beere. Da kriegen wir auch noch 26 Bonbons. Theoretisch hätten wir jetzt auch einfach den roten Ball nehmen können, das hätte auch gereicht. Sehr schön, dass das hier in dem letzten Teil noch dabei ist. Sonst hätte ich das einfach so abgeholt und es wäre komplett untergegangen. Wir bewerten es auch gleich mal. 26 Bonbons, 14, 11, 15 ist okay auf jeden Fall. Jetzt können wir den Rest aber hier abholen von der Forschung. Ein Gletschermodul, 500 Staub und eine Pokémon-Belohnung. Diesmal ein Kaumalat. Und da würde ich sagen, nehmt unbedingt eine gelbe Beere. Das kann ja nicht fliehen und noch leichter kriegt ihr keine 6 Bonbons von Kaumalat zusammen. Ihr könntet jetzt natürlich auch warten und die Belohnung erst abholen, wenn es ein Doppelt-Bonbon-Event gibt. Aber dann habt ihr ja die Forschung nicht abgeschlossen, könnt die Champ-Herausforderung nicht machen. Bin mal gespannt, ob das jetzt ein gutes ist. 12, 12, 13. Schreibt ihr mal rein, wie viel euer Kaumalat hatte, ob das mehr hatte. Schreibt mal den WP-Wert oder die Attacken rein. Also die Stats, die IV-Stats. 12, 12, 13 war das, glaube ich. Geht sicherlich besser. Die Kapitelbelohnung haben wir natürlich auch noch. Ist ein Rex-Blizzard. Nehmen wir auch gerne mit. Nehmen wir auch mal eine gelbe Beere. Nehmen auch den gelben Ball dazu, damit das nicht so ewig dauert. Passt mit dem Daumen, dass wir das vorschnippen können. Wir können auch schon mal ein Stück weiterlaufen. Mir tut der Arm schon wieder weh. Ich glaube, das wäre trotzdem besser. Ich würde mir mal so eine GoPro holen. Die sind ja nur so klein und handlich. Oder könnt ihr euch auf den Stab stecken, als wenn ihr immer den fetten Camcorder durch die Gegend tragt. Ist auch dann unscheinbar. IV sind leider nicht so prall. Egal. Verwende 3 Power-Ups, lande 3 großartige Würfe, fange ein Pokémon vom Typ Elektro. Theoretisch brauche ich mich gar nicht weiter bewegen. Ich kann mich eigentlich hier schon wieder abstellen. Nehme mal das Pikachu mit für Elektro. Versuche da auch gleich ein paar gute Würfe zu machen. Ich habe vergessen, was ich überhaupt landen muss. Und steht hier, Mist. Muss er jetzt da hinten seinen Motor anmachen, ja. Ich glaube, ich laufe mal weiter. Der nervt mich da hinten. So. Jetzt fährt er weg. Alles klar. Kaum läuft man weiter, fährt er weg. Wir stellen uns mal woanders hin. Ich muss mir noch mal die Aufgaben angucken. 3 großartige Würfe und 3 Power-Ups. Die Power-Ups können wir wieder bei Darkrai machen. Ne, hier kann ich euch nicht abstellen. Wir können ja mal Darkrai suchen. Dark. Nach WP sortiert. Nehmen wieder das höchste. 3 Stück. 1, 2, 3. 3 Power-Ups. 3303 hat das jetzt schon erreicht. Jetzt brauchen wir noch 3 großartige Würfe. Nehmen wir mal die Katze mit. Charmian. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, wo ich euch hinstellen soll. Hier ist alles so. Der geht. Jetzt Concentration. Beim Pandimos geht es auf jeden Fall richtig gut. Pandimos hat einen sehr hohen Kreis, einen sehr großen. Traunfugil bewegt sich natürlich wieder, fliegt hin und her. Da kann es ein bisschen dauern. Aber wenigstens kommt es raus. So, da haben wir den ersten. Müssen ja, glaube ich, auch nicht nacheinander sein. Deswegen sowieso leichter als gedacht. Ich frage mich, wieso die Pandia-Aufgabe jedes Mal so schwer ist. Da müsst ihr wirklich 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander treffen. Oder 5 großartige Würfe hintereinander. Und wenn ihr die nicht curvet, dann trefft ihr die auch kaum. Wir probieren als zweites Mal ein Pikachu. Heben uns das Pandimos auf. Als letztes, weil Pandimos, wie gesagt, leichter ist. Jetzt hängt der Ball auch noch fest.
So, jetzt dürfte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Außer das Pandimos macht Faxen. Also es macht sowieso Faxen, aber trotzdem. Dürfte jetzt auch mit dem Daumen einfach gehen, wenn wir das Pandimos anwählen. Könnte auch shiny sein. Ist es natürlich nicht. Habe ich aber auch schon. Gehen also auf Nummer sicher. So, großartig. Der nächste großartige Wurf ist durch. Irgendwie höre ich permanent überall Stimmen, aber ich sehe nirgendwo jemanden. Können auch wieder zum Brunnen. Irgendwie brauche ich mich gar nicht vom Markt wegzubewegen. Haben hier noch ein Sternstück. Hier eine TM. 500 Staub. Pokémon-Belohnung für das 8. Kapitel. Ihr seht, die letzten 3 Kapitel sind wirklich gar nichts. Und ein Shinux. Nochmal ein Shinux. Ich weiß gar nicht, wie viel das eben hatte. Ich glaube 363 war das Kaumala. Ich raff gar nichts mehr. Auf jeden Fall ist alles durcheinander. Egal. Nehmen das Shinux einfach mit. Diesmal kein Shiny, aber wir gucken, was das für IV hat. Shinux trotzdem genial, wenn ihr dann nicht immer zu Raids machen wollt. So. 13, 13, 13 dürfte das sein. Sieht zumindest so aus. Dann sind wir eigentlich durch. Wir könnten jetzt wieder ein Glücksei anmachen, könnten die Belohnungen abholen, könnten das Cresselia fangen und könnten auch noch ein paar Geschenke aufmachen. Dazu bastle ich euch aber wieder irgendwo hin. Der sieht doch gut aus, oder? Jetzt hängen die auf jeden Fall auf der Bank. Ich muss mich nur immer hier in die Ecke reinquetschen. Machen mal ein Glücksei an. Wir haben ja noch ein paar. Warum hätte ich das auch mit dem Raid eben verbinden können, aber jetzt müssten das jedes Mal 6000 Erfahrungspunkte sein, 10 Sonderbonbons, ein Cresselia, was natürlich auch shiny sein kann, bräuchte ich eigentlich nicht, hätte ich aber auch nichts dagegen, wenn es eins ist, 1183 und hier können wir jetzt wieder mit gelber Beere drauf prügeln, bis es drinne bleibt. Lässt sich leider nicht so schön fangen wie das Terrakium, weil das dann noch immer hin und her geht. Deswegen habe ich auch nicht die Geduld mit dem Fangtrick und werfe meistens einfach so drauf. Generell hasse ich die Viecher, die fliegen, die immer nach links gehen, die immer nach rechts gehen. Ich möchte eins wie Despota, wie Groudon, die einfach in der Mitte sitzen, die 100-mal angreifen. Den Wert weiß ich natürlich auch nicht, aber egal. Ja. Da ist es schon mal in der Mitte und dann läuft es trotzdem wieder nach rechts. Wir könnten das Ganze natürlich beschleunigen, indem wir eine goldene nehmen, aber wir probieren es einfach weiter mit der gelben. Ein paar Cresselia-Bonbons sind auch nicht verkehrt. Vielleicht kriegt man doch irgendwann mal einen 100er und muss eins pushen. Komm, wir werfen einfach mal in die andere Richtung. Versuch macht klug. Eigentlich müsste ich mit dem rechten Daumen werfen, wenn ich nach links schieße. Und mit dem linken, wenn ich nach rechts schieße. Sonst kommt das Gehirn komplett durcheinander. So, der sieht doch ganz gut aus. Vor allem war der Kreis noch so groß. Und trotzdem zählt es als einfach fabelhaft. Jetzt machen wir mal weiter. Ach komm, wir warten nicht, bis er angreift. Wir hauen einfach drauf. Da geht es wahrscheinlich trotzdem schneller. Ich warte auf jeden Fall auf den 1. Juni. Am 1. Juni mache ich dann auf jeden Fall eine große Ankündigung, die mein ganzes Dasein verändern wird für immer und ewig. Beziehungsweise für einen Monat lang. Hong gestern ja, glaube ich, auch ein Video hochgeladen, was passiert am 1. Juni. Da geht es um Pokémon Go, weil da ja Pokémon Go für 7 Stunden oder so offline genommen wird. Bei mir geht es aber nicht um Pokémon Go, bei mir geht es dann um mich. Was da aber genau passiert, seht ihr dann. Ja, auch schlechte Werte. Hätten wir uns also sparen können. War euer Cresselia shiny oder habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt's mal rein. Und vor allem habt ihr schon ein Pikachu, habt ihr schon sonst was? Jetzt wird oben der Raid angezeigt. 9.21 Uhr an den Stolperstein. Das ist der hier unten, den ich schon gemacht habe. Niantic wieder mal sehr... Wie wollte ich sagen? Sehr pünktlich, genau. Wir machen noch ein paar Geschenke auf. Ich habe gestern, glaube ich, noch ein paar bekommen.
muss das aber nach dem Freundschaftslevel sortieren. Burkhard habe ich gestern angenommen zum Beispiel mit seinem dritten Account. Rap14 habe ich. Das sind glaube ich gar nicht so viele. So, ich dachte, der Burkhard hat schon was geschickt. Dann hätte er es nämlich jetzt mit ins Video reingeschafft. So leider nicht, beziehungsweise eigentlich hat er es ja doch geschafft, weil er wurde ja jetzt erwähnt. Den haben wir gestern gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, wer noch Stufe 2 wird. Die könnte man noch mit aufmachen. Das ist einmal hier der Julian Wich, damit ich dem abends dann auch wieder was schicken kann. Der Bernd ist schon Stufe 2, sind also nur 2 Leute gewesen. Ist also auch nichts Großes. So, Wrap 14, 6.000 und der Julian Wich mit 20.000. Ich laufe noch ein bisschen rum, ich gucke noch ein bisschen Pikachu sammeln, Pikachu jagen. Dann die lustige Katze suchen, die als Shiny natürlich auch noch, Charmian. Keine Ahnung, irgendwie ist alles so trostlos heute. Irgendwie fehlt der Ditschen auch, ganze Stimmung ist weg. Wenn ihr auch einen Ditschen an eurer Seite braucht zum Pokémon spielen, weil es alleine keinen Spaß macht, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es aber auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das Video haue ich heute Abend noch raus. Die anderen zwei Kapitel, die anderen drei kommen tagsüber. Die habt ihr vielleicht schon geguckt. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Champ-Herausforderung. Also bis zum nächsten Mal. Das war's von meiner Seite aus. Bis dann. Peace out, vorhaut, euer Ramses.